Willkommen zu GTA 5 mit Manuel zusammen. Wir machen jetzt hier eine Salut an der zusammen. Waffe. Eins vom Eins. letzten. Und jetzt Genau. machen wir das gleiche eigentlich wie in der vorherigen Folge, nur dass wir den zweiten Teil gespielt. Und das zu einem Wanderer. Ja, und jetzt mal ein kleiner anderer Ort. Darf man so wieder abholen? Ja, das sind wir auch jetzt doch schon gefahren. Ja, weil wir da vorhin aufgehört haben. Nur, dass mein Auto auf der Autobahn gespawnt ist. Ah ja, da bist du in die Lage vom Lester. Im Lässe. So. Das ist lässig, du. Ich mag das, den Toyota Manuel. da. Wenn wir wieder zum Spital. Denk schon. Was geht jetzt da? Denkst du, dass wir wieder am gleichen Ort hin? Ja. Im Spital. Ist wieder am gleichen Ort, ja. Gut. So, nicht, dass noch niemand in die Kommentare geschrieben hat, wieso dass ich eigentlich nicht auf dem Kennzeichen habe. Mit dem Stand jetzt müssen wir sehen, der Unfall. Ich habe gerade auf der rechten Seitenteil hat er so eine Pirouette gemacht. Okay. So zweimal dreht hat. Ey! Da ist jetzt mal umgekehrt, die Stadt wegzukommen. Macht so 700 Anläufe, also 2-3 Anläufe bis rüber. Ey, Jetzt ist es noch langweilig, aber wenn nachher Container holen und so, die alle umzubringen, das ist dann schon actionlastig. ja, das ist jetzt. Ja, gut. Ich halt vorbereitet. Alter, ich freue mich schon auf die Heist. Gott, noch einen Moment. Ein bisschen, ja. Ja, ich bin guter Monat. Ich muss ein bisschen höher fliegen. Hat dieses Auto eigentlich nicht so schlimm? Oh, am Heckspoiler und dann führen zum Dach. Ja, Geil wäre es gewesen, wenn er am Heckspoiler gerade hängen geblieben wäre. jetzt ein bisschen schaukeln. Nein, sonst geht es wieder an. Ich finde das Bild echt geil. Soll ich tiefer fliegen, willst du ein Die bisschen Tüse. anschlagen? Willst du die Tüse von näher anschauen? Na, keine Lust. Oder willst du aufs Dach? Soll ich dich absetzen aufs rechte Dach? Jetzt wieder die Straße. Ja. Schauen, ob etwas Lustiges passiert vom Weg. Ob so ein Passant rausgekommen ist. Mir ist erst jetzt das aufgefallen bei meinem Auto da, dass da Autoantenne dran hat. Es ist was? Eine Autoantenne dran hat. Ist mir erst jetzt aufgefallen. Ah, Radioantenne, der Autoantenne. Oder? Hat eine Antenne dran? Ja, Radioantenne, ne? Keine Ahnung. Das ist eine Radioantenne, aber das ist ja die Antenne vom Auto. Auf der rechten Seite beim Fenster dort.
jetzt aufs Fliegen konzentriert. Dass du das ruhig fliegst. Was passiert das, wenn ich nicht ruhig fliege? Wie Flugskill, das meinst du? Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu tief fliege. Sonst kratzen wir da irgendwo mal nach. Mach vorne beim Startfeld, dort runter. Da. Weiter. Da unten. Dort über. Links oder rechts? Von dir aus gesehen links. Dort auf dem langen Feld. Das Einzelne ist ein Rückstand, das ist nicht gut. Das ist wieder selbst. Oh, das ist ein geiles Tank, mein Auto ist ganz geblieben. Gut. Ich darf ja keine Musik verwenden, fuck. Also ich dürfte schon, aber dann können die Leute in Deutschland nicht schauen. Wieso wegen Urheberrecht? Fuck! Ich habe den Helikopter in die Luft gejagt, den ich haben will. Fuck the police! Fuck the police! Jetzt wird's witzig. Jetzt muss ich während dem Auto fahren, sie Panzerung anlegen und den Wasser holen. Ich bin beim Bastard. Du hast schon letztlich den Tunnel abgelassen. Hm? Du hast schon letztlich den Tunnel abgelassen. In deinem oberen Rollfeld. Aber ich muss ja immer zuerst in den Cargo-Bob einsteigen. Ja, der Tunnel hat es ja auch. Und im Wasser. Ist ja jetzt egal. Ich kann jetzt im Wasser. Was ist jetzt unter der Brücke gegangen? Was? Fliegen wir jetzt ganz gemütlich dort an. Also ihr. Ich bin jetzt auch mehr, aber... Teil fliegt halt nicht so schnell. Ja, das ist das knapp gewesen gerade. Das war auch knapp. Das könnte ja fast sein. Ja, aber nur fast. Ich gucke sicher, wie ich es anhänge. Der Anschlagplatz wurde erreicht von Mongonzo. Ich lande wieder irgendwo. Dass man auf Führer fahre.
Es ist wunderbar, dass das Camaro Red Junkie gemerkt hat, dass ich einen verschoss. Du spielst mit Schalldampf oder was? Ja. Was ist der nächste Level? Ja, möchte ich gerne das Level aufsteigen. Das Auto ist nicht mehr seit Luft, ja. Ah, da kommt schon aus, wenn das da weg ist, das Zeug. Spreng das schnell weg, dass du durchkommst. Ich schaue schnell wegen der bösen Bubis. Na toll. Wünsch nicht tun. Nein, nur gemacht. Krack. Und wenn du da durchgehst? Da wo ich stehe. Also. Nein, nicht da wo ich bin, sondern da neben dabei. Ja, vielleicht muss ich das Auto dann auf die Seite stellen. Was ist, wenn's ja, nicht wegen dem Pfosten. Und was ist, wenn du da aufs Haus hustest? Da vom Haus. Ja. Und ja an theoretisch mit dem Cargo Bob. Und was ist, wenn du den Führer schiebst und von der anderen Seite dann nimmst? Also theoretisch fühlt es ja gar mit dem Cargo Bob, oder? Ja. Yes. Ich komme mit dem Cargo Bob. Nein. Mitkommen, habe ich gesagt. Du kannst schon fliegen. Wenn, dann will ich mit dir sterben. Kommst du überhaupt rein? Mal schauen, ob es funktioniert. Also funktionieren schon, aber... Der Heligans. Nein. Der wird kaputt gehen. Machen wir meinen Vorschlag, dem. Ich stoße es mal ab, ja. Wenn es nicht kaputt geht. Ja, ich bin vorsichtig. Vorsichtig ist ja mein sechster Name. Ja. Also ich stoße so, dass sind von der anderen Seite näher. Ja. Aber. Ich kann den nicht stoßen. Ja. Und du weißt was? Ja, vorher nicht einer, ne? Auf der anderen Seite meinst du? Ja. Zuerst muss ich schauen, ob ich den Container kann wieder nehmen kann. Oder vielleicht schaffe ich ihn da auch noch rauszubringen. Nein, die Zone ist im Weg. Ich bin festgefahren, glaube ich.
Ah nein. Gut. Die andere Seite hast du gemeint. Ja. Ja, dort sollte ich so oder so. Einfach da oben. Ja. Hast du noch zuerst landen, dass ich mitkomme? Nein, jetzt bringt es noch nicht. Ciao! Tschüss! Tschüss! Vielleicht schaffe ich es dort hinzufahren, wo du dort bist. Das Duell kann beginnen! Das Auto ist schon viel zu lahm. Ja, du bist voll mit dort. Ja, eindeutig. Ah, die Flammen sind schon so. Wenn ich schnell so ein Auto hatte. Hätte ich es auch nicht geschafft. Ha? Hätte ich es auch nicht geschafft. Und bist sicher? Ich bin fast eh gewesen. Ja, ich hätte es schneller können machen und so gemütlich abgelassen. Ja, jetzt nicht streiten.